während der Trainingszeit ist es nicht so clever, vor allen Dingen dann zu sagen, ja, hat Susi dann geschrieben, sich abgemeldet, weil die Einzelne sich ab. Nicht erlaubt. Also ich bitte euch im Sinne aller BVB-Freunde hier keine Pyrotechnik abzubrennen. Ihr gefährdet euch und andere. Schönen Dank. Dann singen Sie im Takt das Lied von der Borussia. Ja, also ich komme aus Berlin und ja, also ich bin BVB-Fan seit 89, seit dem BVB-Pokalsieg damals. Und ja, also heute natürlich Pokalsieg, ne? 2-1 BVB. Ja, also ich glaube schon, dass Dortmund fünfte Mal hintereinander gegen Bayern gewinnt. Wer viermal gewinnt, der macht auch das fünfte Mal fest, weißt du. Also von daher, ich sehe da keine Probleme. Ich komme auch aus Berlin und bin natürlich seit 94 Dortmund-Fan. Und ich sage 2-1 für Dortmund heute natürlich Sieg. Ich komme auch aus Berlin, bin natürlich Dortmund-Fan, schon seit 1991 ungefähr, seitdem ich denken kann. Und natürlich ist ein Sieg heute 3-1. Ole, 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 nur der BVB, unser ganzes Leben, unser ganzer Stolz. Ole, 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 nur der BVB. Wir tanzen hier nur
euch unsere Fans. Ja, herzlich willkommen hier aus dem schönen Berlin mit den geilsten Fans der Welt aus Dortmund. Hallihallo, Hallöle. So. Ja, Jungs, erzähl uns. Was sollen wir erzählen? Was ist denn? Was machst du denn? Wir machen jetzt hier Party im Pokalsieg. Was machst du denn hier in Berlin? Ja, Pokal. Wo kommst du denn weg, mein Freund? Aus Dortmund. Ja, ich auch. Ja, Logo. Warum bist du in Berlin? Ja, Party zu machen und Pokal zu holen. Er will Party machen. Ja, aber den Pokal, den brauchen wir auch. Er will Party machen. Mit dem Pokal zusammen. Was wollen wir hier? Was will er denn? Wir wollen den DFB-Pokal. Wir wollen heute. Scheiß auf Party, Kollege. Wir wollen den DFB-Pokal. So, jetzt komm mal her. Deutsche Meisterschaft. Wo kommst du denn her? Kenn ich auch, ist ziemlich witzig da. Wo kommst du denn her? Dortmund. Aus Dortmund. Das ist die schönste Stadt in Nordrhein-Westfalen, oder? Ja, die allerwohl. Und die Lena möchte auch was dazu sagen. Lena, ab in die erste Reihe. Oh! Das habe ich sehr geschlagen. Lena, wo kommst du her? Auch aus Dortmund? Ja, ich komme auch aus Dortmund. Wer gewinnt heute den DFB-Pokal? Dortmund natürlich. Das kommt aus Herdecke. Was denn jetzt? Herdecke. Ja, ja. FC Bayern München! Wir schwingen und tanzen auf jedem Fußballplatz. Ein Schuss, ein Tor, die Bayern! Die Bayern! Wie sagt Otto Rehhagel, unser J oben hat uns noch eine Chance gegeben. Und die holen wir in Düsseldorf. Jawoll! Ahoi! Hertha BSC! Und unser Otto hat recht! Fortuna! 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 Scheiße, Scheiße! Wer gewinnt heute Abend? Also ich gehe ganz stark davon aus, dass heute der BVB 3-1 gewinnt, auch wenn der Bayern, nein 3-1, der Lewandowski macht das 1-0, danach Perisic, dann macht das Robben der 3-1 und dann macht der Lukas das 3-1. Ja, ich gehe natürlich davon aus, dass die Bayern das gewinnen, aber knapp, also es wird 2-1 ausgehen nach Verlängerung. Und insoweit glaube ich, dass es auch wichtig ist für nächste Woche, fürs Champions League Finale. Es gibt einen richtigen Push. Also insoweit werden wir hier dieses Jahr noch 2 Titel holen. Also, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass der BVB das Double holt. Und dann drücken wir natürlich dem FC Bayern nächste Woche als deutschen Verein die Daumen gegen FC Chelsea. Genau. Das finde ich fair. Und heute, klar, wird die bessere Mannschaft gewinnen. Also von der Seite. Ja, der BVB. Machen wir ja. Der Machen BVB. Wir ja. Ja. Thank you.
hier ist schon richtig geil. Mit der Meisterschaft, das war schon geil. Bleiben. Ich weiß nicht, wo die Bayern gucken. Sind glaube ich nicht so viele da. Ich glaube, da wird das heute Abend anders aussehen. Und jetzt singt ein letztes Mal mit mir. Das könnt ihr gerne auch singen. Auf jedem Fußballplatz ein Schuss, kein Tor. Die Bayern, die Bayern. Auf jedem Fußballplatz ein Schuss, kein Tor. Die Bayern, die Bayern. Wird er uns zum Sieg schießen. Die Nummer 16, Jakub!
So, wir kommen zum Spieler im offensiven Mittelfeld und dieser Wackerball feiert ihn schon mal mit dem Song, den er verdient hat wie kein anderer. Dortmunder Jungs.
ein friedliches und sportliches DFB-Pokalfinale erleben. Und da sind Bengalos von keiner Seite erwünscht. Also bitte, liebe BVB-Fans in der Westküste. Thank you.
Ohne sein Trainerteam. Hervorragend, ganz toll. Ich habe auch zu Hause noch einen draufgesetzt. In meinem Haus habe ich beide Fensterparterre, alles mit Dortmund, alles, was es von Dortmund gibt, ob das Lebkuchenherzen sind, ob das kleine Würstchen waren, Beefies, ob das Torjäger-Schnaps ist, alles habe ich da unten ausgestellt und wird bei mir sogar zu Hause angeklingelt. Kann man das bei Ihnen kaufen? Ich sage, dann müsst ihr nach Dortmund fahren. Okay, danke. Wie haben Sie denn gestern das Pokalfinale verfolgt?
zu Hause mit einer kleinen Party. Wir hatten 12 Leute da eingeladen und da haben wir also richtig ordentlich krachen lassen und haben gejubelt wie verrückt. Habt ihr gestern Abend das Pokalfinale verfolgt? Natürlich! Wie lange seid ihr heute schon unterwegs? Boah. 15 Uhr? Ja, seit 15 Uhr. Ja. Was ist denn euer Lieblingsspieler bei uns? Götze, Leitner, Hummels, Großkreuz, natürlich Santana. Wie lange seid ihr denn schon Dortmund-Fans? Seit meiner Geburt. Ja, seit meiner Geburt. Das heißt 23 Jahre. Kommen die alle aus Dortmund? 20. Nein. Geborene Dortmunderin. Und dann danke ich nochmal meinem Papi dafür, dass ich Dortmunderin bin. Danke, Eltern. Wo waren wir denn? Nee, du nicht. Lange. Nee, wir waren lange unterwegs. Wir sind Stars. Genau. Wo habt ihr gestern Abend das Pokalfinale verfolgt? Bei Bekannten. Bekannten. Also ich war bei Bekannten, hab richtig schön abgefeiert. Ich auch. Auf Leinwand. Und die Feier ging bis in die Nacht. Genau. Habt ihr denn mit so einer Klatsche für die Bayern gerechnet? Ja, ja, klar. Sicher. So ein arrogantes Pack. Weil die müssen das abkriegen. Ja. Weil die Bayern sind scheiße. Nicht gut. Das muss man einfach zugeben. Und der Schweinsteiger soll ruhig weiter seine Werbung machen für seine Chips frisch. Ne? Genau. Kasse 3 ist geschlossen. Also, wir sind beide aus München. Sind extra hergeflogen gestern, um das schöne Pokalfinale und diese Meisterfeier hier in dieser wundervollen Stadt zu sehen. Ja, ist mit drauf. Und es ist einfach nur Hammer. Wir haben gestern am Hansaplatz das Spiel verfolgt. Mitten in diesen Mengen. Die Menschen sind der Wahnsinn. Ich liebe diese Stadt. Ich möchte hier nicht mehr weg. Ich bleibe hier. BVB 09. Borussia Dortmund. BVB. Die Polizei wünscht euch noch einen tollen Tag hier in Dortmund mit eurem Meister. Thank you.
zurücktreten. Bitte machen Sie die Straße. Und zum Glück,
für den LKW mit der Meistermannschaft. Der deutsche Meister ist direkt hinter uns mit seinem LKW, um sich hier von ihm feiern zu lassen. Damit das alles gelingt, brauche ich aber Ihre Hilfe hier. Hey, Jungs, hast du fürs Polizeivideo? Meine Damen und Herren, hier an die Fans des deutschen Meisters, bitte links und rechts genug Platz lassen, damit der LKW hier einfahren kann mit der Mannschaft, der ist eigentlich hinter uns. Bitte links und rechts genug Platz lassen, bitte folgen Sie die Anweisung der eingesetzten Sicherheitskräfte. Kinder, auch viele kleine Personen, bitte nehmen Sie Ihr Rücksicht aufeinander.